Dann ist noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ein Dringlicher Antrag der Fraktion der AfD, Parlamentarische Kontrollkommission Verfassungsschutz, Drucksache 20111. Wird die Dringlichkeit bejaht? Zur Geschäftsordnung, Herr Bellino. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir sehen hier keine Dringlichkeit. Wir werden uns, wie in der PG-Runde am Dienstagmorgen besprochen, mit dieser Thematik natürlich auseinandersetzen. Wir haben gesagt, das geschieht zu Beginn einer Legislaturperiode und haben dort deutlich gemacht, dass wir das in der zweiten Plenarwoche tun werden. Da werden wir die Parlamentarische Kontrollkommission Verfassungsschutz entsprechend besetzen. Das heißt, wir werden zwei Beschlüsse fassen. Erstens einmal, wie umfangreich soll sie sein, wie viele Personen sind dabei und wer wird dies im Einzelnen sein. Es gab bisher noch keine Absprache über diese zwei Punkte, weder über den Umfang der PKV noch über die betreffenden Namen. Insofern werden wir hier keine Dringlichkeit sehen und gehen davon aus, dass es in der zweiten Plenarwoche aufgerufen werden wird. Wir sehen die Dringlichkeit, weil, wie wir schon begründet haben, muss am Anfang der Legislaturperiode darüber gesprochen werden und abgestimmt werden. Und deswegen bitte ich um Abstimmung. Gut, dann stimmen wir darüber ab. Moment, Herr Rudolph. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben es hier mit einem bemerkenswerten Vorgang zu tun. Derzeit gibt es nicht das Kontrollgremium Parlamentarische Kontrollkommission, weil es CDU und GRÜNE augenscheinlich versäumt haben, dieses Gremium konstituieren zu lassen, erstens die Zahl der Mitglieder festzulegen und zweitens dann die Wahl durch den Hessischen Landtag zu erfolgen. Uns interessiert ehrlich gesagt auch nicht, wann und irgendwie Sie sich in Koalitionsrunden entscheiden, sondern der Verfassungsschutz in Hessen braucht eine parlamentarische Kontrolle. Die ist nicht gewährleistet. Es gibt ein Schreiben des hessischen Innenministers an den Landtag, was den Fraktionen zur Kenntnis gelangt wurde. Der Innenminister sagt, es gibt einen Vorgang, den er der Parlamentarischen Kontrollkommission vortragen muss. Dieses Gremium gibt es zurzeit nicht. Wir haben auch nicht wie im Bundestag und in anderen Ländern eine Übergangslösung. Das haben nicht wir zu veranlassen. Sie haben das Gesetz gegen unsere Stimmen verabschiedet. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, besteht Handlungsbedarf. Zurzeit keine parlamentarische Kontrolle des Hessischen Verfassungsschutzes. Das haben GRÜNE und CDU zu verantworten. Dies ist ein unerträglicher Zustand. Ein unerträglicher Zustand. Keine parlamentarische Kontrolle. Herr Rudolph, Sie hatten sich zur Geschäftsordnung gemeldet. Ich bin zur Geschäftsordnung. SPD und FDP haben einen Antrag, der derzeit im Landtag umgedruckt wird, eingebracht. Der wird dann auch zur Diskussion stehen, wo es genau darum geht, erstens die Zahl der Mitglieder der Kontrollkommission zu benennen. Wir sind jederzeit bereit, heute, morgen die Mitglieder zu wählen. Nur weil CDU und GRÜNE Koalitionsspiele machen, kann es nicht darum gehen, Rechte zu behindern. Zu Beginn der Wahlperiode heißt nicht irgendwann. Sie sind nicht in der Lage, die Dinge ordnungsgemäß abzuhandeln. Und deswegen muss in dieser Plenarsitzung, da können wir uns verständigen, ob das heute ist oder morgen, deswegen muss in dieser Plenarrunde erstens die Zahl der Mitglieder der Kontrollkommission festgelegt werden und zweitens dann die Wahl, weil wir wollen eine demokratische Kontrolle durch den Hessischen Landtag. Wenn Sie das nicht hinkriegen, muss es eben der Landtag in Gänze reden. Vielen Dank. Zur Geschäftsordnung, Herr Frömmrich. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich finde, Herr Kollege Rudolph, es geht auch eine Nummer sachlicher in dieser Frage. Und wenn Sie das mal, wenn Sie vielleicht mal die Fakten auch so erwähnen, die Fakten vielleicht auch mal so erwähnen würden, wie die Faktenlage ist. Wir haben in der Runde der parlamentarischen Geschäftsführer über dieses Thema gesprochen. Wir haben das erörtert. Wir alle gemeinsam, die parlamentarischen Geschäftsführer, sind davon ausgegangen, dass die alte Parlamentarische Kontrollkommission so lange weiterhin im Amt ist, wie eine neue gewählt wird. Im Übrigen steht, das waren die Informationen, die wir gehabt haben. Das wissen Sie ganz genau, Herr Kollege Rudolph.
im Gesetz steht, am Anfang der Wahlperiode wird die Parlamentarische Kontrollkommission gewählt. Das heißt nicht in der ersten oder zweiten Sitzung, sondern am Anfang. Deswegen sind wir ja auch im Gespräch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Übrigen will ich einmal daran erinnern, dass wir ja nicht nur in der PGF-Runde darüber geredet haben, sondern wir haben ja auch mit den Fraktionsvorsitzenden und den parlamentarischen Geschäftsführern in interfraktionellen Gesprächen dieses Thema gehabt und wollten da ja gemeinsam auch über eine Einigung reden, in welcher Größenordnung sich diese parlamentarische Kontrollkommission aufstellen soll. Und auf der einen Seite kritisieren Sie immer, dass in solchen Verfahren nicht auf die Opposition zugegangen wird und diese Dinge mit der Opposition besprochen wird. Aber wenn Sie die Möglichkeit haben, hier einen Skandal zu wittern und hier geschäftsordnungsmäßig die Dinge hochtreiben zu wollen, dann nutzen Sie diese Gelegenheit. Die werden wir Ihnen nicht geben. Wir haben das besprochen. Deswegen werden wir die Dringlichkeit ablehnen. Herzlichen Dank. Der Kollege Lenders hat sich auch zur Geschäftsordnung gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich darf noch einmal daran erinnern, dass wir zurzeit über die Dringlichkeit beraten und darüber die Geschäftsordnungsdebatte führen. Und Kollege Rudolph hat es schon angekündigt. SPD und FDP haben einen eigenen Antrag jetzt in den Geschäftsgang gebracht. Der ist noch nicht verteilt. Deswegen kann ich für uns als FDP-Fraktion schon erklären, dass wir uns über die Frage der Dringlichkeit jetzt hier uns bei der Abstimmung dann, dass wir an dieser Abstimmung uns nicht beteiligen werden, weil wir einen eigenen Antrag im Geschäftsgang haben und es abwarten wollen, bis der verteilt ist. Aber meine Damen und Herren, davon mal abgesehen, muss man natürlich sich schon mal fragen, nicht nur, dass Sie eine Sitzmehrheit haben, nicht daran alleine, ob Sie Ihre Mehrheit immer hier in diesem Hause darstellen können. Auch ansonsten müssen wir natürlich uns fragen, ob diese Regierung handlungsfähig ist, meine Damen und Herren. Und da haben wir dann schon einmal große Zweifel. Da haben wir dann schon einmal große Zweifel. Wir können gerne in die Debatte einsteigen. Ich glaube, Kollege Rudolph hat das Richtige dazu gesagt. Wir können diese Debatte heute führen. Wir können sie auch morgen führen. Wir werden Ihnen einen vernünftigen Vorschlag machen, wie es im Gesetz vorgesehen ist, den ersten Aufschlag zu machen, um das dann auch nach dem, was im Gesetz auch drinsteht, hier, ich sag mal, die Dinge mal auf den Weg zu bringen. Wenn CDU und GRÜNE dazu nicht bereit sind, weil sie nicht handlungsfähig sind, dann werden wir das eben als Parlament in Gänze machen. Vielen Dank. Danke, Herr Lenders. Das Wort hat der Abg. Schaus, auch zur Geschäftsordnung. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist zweifellos Aufgabe der Regierungskoalitionen, die Diskussion über die Zusammensetzung der Parlamentarischen Kontrollkommission vorzubereiten und da entsprechende Vorschläge zu machen und auf die Fraktionen zuzugehen. Ich will nur mit der Mehr auch hier an dieser Stelle das richtigstellen, wie das Herr Frömmrich gesagt hat. Wir hätten uns alle seien sich einig gewesen in der parlamentarischen Geschäftsführer, dass hier sozusagen das verschoben werden kann. Nein, das war nicht so, Herr Frömmrich, weil ausweislich in der gestrigen Sitzung hat der Kollege Rudolph Bedenken angemeldet als Erster, weil es im Gesetz ja drinsteht, dass zu Beginn der Legislaturperiode, und das ist die Frage, ja, die Festlegung über die Zahl der Parlamentarischen Kontrollkommission vorgenommen werden muss und dann die einzelnen Mitglieder zu wählen sind. Das ist der Rechtsstand. Und insofern können wir uns lange darüber streiten, was hier Beginn der Legislaturperiode ist. Da haben wir unterschiedliche Auffassungen offensichtlich zwischen den Regierungsfraktionen und den Oppositionsfraktionen. Wir sehen das als Bringschuld der Koalitionsfraktion an dieser Stelle. Deswegen werden wir uns auch an dieser Abstimmung nicht beteiligen. Und wir erwarten sozusagen Ihre Vorlage schnellstens, sage ich mal. Danke, Herr Schaus.
Dann lasse ich jetzt Abstimmung über die Frage der Dringlichkeit der Drucksache 20/119, Antrag der AfD. Wer bejaht die Dringlichkeit? Das ist die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Das sind die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer enthält sich? Gut. Bei Nichtbeteiligung von FDP und SPD und der fraktionslosen Abgeordneten Walter. Damit ist die Dringlichkeit die Linke, bei Nichtbeteiligung der Linken, Entschuldigung. Damit ist die Dringlichkeit abgelehnt und der Antrag wird eingereicht.